20 Minutes Till Dawn. Heute wollen wir mal mit Luna und der Armbrust uns versuchen, Dunkelheit 15. Mal sehen, ob wir eine Chance haben, es diesmal zu schaffen. Die Armbrust macht mir tatsächlich Sorgen, weil ich noch nicht weiß, wie ich das machen soll. Ist eine gute Waffe, so ist es nicht. Aber das Aufladen und so, das ist immer so dieses Besorgniserregende bei der Waffe. Wir fangen tatsächlich mit der Aeromagie dann an. Es ist immer etwas Schaden, den wir mit raushauen können. Nicht die Sachen, die ich gerne hätte. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal haben wir hier mit einem Granatwerfer gearbeitet mit ihr. Feuerrate natürlich. Wir müssen mal gucken, was wir machen. Wie wir es handhaben. Ob wir das so easy hinbekommen, wie ich das will. Weniger Schaden, dafür zwei Projektile. Müsste eigentlich doch besser sein. Oh mein Gott. Na, dann darauf habe ich jetzt nicht geachtet, dass das ein Explosiv-FIFA. Können wir aber noch immer machen. Nehmen wir Soul Reap. Noch sollte der aber nicht beendet werden, deswegen. Die Blitze. Waren vielleicht dumm, weil wir müssen zwei Schüsse abgeben. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Okay, okay, das wird kritisch. Okay. Verzeihung, ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden, sonst habt ihr eine ganz kurze Pause hier, weil ich mal eben diesen musste. Fächern ist in Ordnung. Würde ich sagen. Es macht auf jeden Fall etwas mit uns und es hilft. Aber der Schaden ist so lala. Ein Projektil mehr? Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, nehmen wir das einfach erstmal. Sturmschaden geht höher durch Bewegungsgeschwindigkeit. Ich würde gerne Waffenschaden steigern. Ich weiß, ich könnte auch einfach die Armbrust gedrückt halten. Also aufladen. Das ist ja nicht genau das, was ich will. In dem Moment. Ich will einfach den Grundschaden erhöhen. Ich habe nur keine Ahnung, oh mein Gott, das war knapp. Wunderbar, der ist down und ich weiß nicht, was ich davon halte. Ist vielleicht in Ordnung, oh ja, endlich der Frost.
Aber ich bewege mich viel, wodurch die schwarzen Löcher die Gegner auch manchmal zu mir ziehen würden. Aber so geht das gerade, so kommen wir gut klar. Auge des Sturms, das finde ich ja nicht ganz gut. Oh, Soulheart, wunderbar. Ist nur die Frage, erster Boss schaffen oder nicht schaffen. Wenn wir den schaffen, dann ist im Regelfall alles in Ordnung. Kann auch immer anders kommen, aber im Normalfall sollten wir, wenn wir den ersten Boss auf dieser Map schaffen, den Rest des Runs auch in der Tasche haben. Weil hier haben wir nicht so eine blöden Homing-Shot-Fernkämpfer oder superschnelle Geister oder so. Normal würde ich sagen, es ist der mächtige Schuss, aber... Ja, es ist der mächtige Schuss, glaube ich. Ich wüsste sonst nicht, was ich nehmen sollte. Der Blitz war ein Fehler. Der gesamte Blitzweg ist strohdoof gewesen von mir. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, das wären die Sachen, die ich jetzt will. Na gut, dem Boss weichen wir wohl so aus. Was passiert mit maximaler Munition? Ich weiß nicht, was ich davon halte, dass unsere Armbrust mehr Schüsse hat. Zum Spam wie das hier? Vielleicht sogar gar nicht so schlimm. Aber es ist trotzdem irgendwie befremdlich. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, wir machen nicht genug Schaden bis dato. Nachladegeschwindigkeit nehme ich mal an. Habe ich doch jetzt gerade mitgenommen, oder? Oh mein Gott. Ja, was ich mal kurz schauen möchte. Fächerfeuer, frisches Magazin. Okay. Fächerfeuer und frisches Magazin. Finally. Nehmen wir das. Ja, dann könnten wir eigentlich die Eisscherben mitnehmen, weil ich will eine sehr hohe Feuerrate haben und dann nur einen Schuss haben wieder. Ich denke, das sollten wir mit der Armbrust auf jeden Fall machen. Wieso Munition auf... Laden, das würde nichts bringen. Ja, dann wir den Sturm. Also die Meisterung auf. Wir haben Schaden bekommen. Das hier ist so eine weake Version vom Bogen One, habe ich das Gefühl. Gut, wir können natürlich aufladen und einfach in die Menge reinhauen, aber das lohnt sich bei der Anzahl an Gegnern gerade noch gar nicht. Wir haben nichts für den Nahbereich.
Wenn wir nachher diese großen Mengen an Gegnern haben, die uns umschwärmen, mache ich mir Sorgen. Nehmen wir das erstmal. Oh, wir haben jetzt 4 Schuss, okay. Ist in Ordnung. Oh, Soul Heart, wunderbar. Kriegen wir nicht so viele von, habe ich das Gefühl. Nehmen wir das Tötungsmagazin, ja. Ich weiß gar nicht mehr, Fächern und Tötungsmagazin, oder? Dann gehen wir hier unten rum um den Baum rum und... Ja, Frostbeulen klingen vielversprechend. Oh mein Gott! Ich bin in den Gegner reingelaufen, ich Idiot. Ich habe keine Sense. Das vergesse ich gerade. Das ist alles blöd. Bewegungsgeschwindigkeit hilft aber bei Sturmschaden, war das doch. Also dann wird es einfach mal mit und ich renne wieder in die Gegner rein. Ich nehme den großen Schuss, auch wenn die Feuerrate runter leidet. Schon wieder reingelaufen. Ja, ja. Warte mal. Fächer feuern. Frisches Magazin. Das haben wir doch. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch hoffen, oder was? Frisches Magazin müssen wir doch haben. Na gut, einfach weitermachen. Ja, ich meine, Waffenbeherrschung ist auch gut. Das ist sogar sehr gut. Haben wir halt eine Armbrust-MG, so langsam. Nicht das, was ich will, aber es ist in Ordnung. Okay, wir kommen hier ganz gut durch, aber
Wir haben nicht sehr viele Leben, aber ich glaube, der nächste Boss wird uns auch keine Probleme machen. Nicht so wirklich. Dass wir halt keine Sense haben im Nahbereich, ist ein bisschen kritisch. Ah, ich glaube, das können wir aushalten trotzdem ohne die Sense. Komplett in der gleichen Bewegungsgeschwindigkeit unterwegs zu sein, finde ich super. Oh mein Gott, war das knapp. Und dann haben wir doch noch Schaden bekommen, aber nur bitte einen. An sich brauche ich nämlich meine Leben für den richtigen Boss. Und nicht diesen Mini-Elite-Gegner nur, der auch schon hart ist. Oh mein Gott, ich bin so doof. Oh Gott, ausweichen, super. Zu viele Gegner, da will ich auch nicht unbedingt die Waffe wirklich lange aufladen mehr. Da muss ich jetzt langsam Sorgen machen. Ja, Sense, willkommen. Willkommen im Team, Sense. Auf dich habe ich schon gewartet und da haben wir die Kiste. Und wenn das schwarze Loch endet, schießt es 3 Schüsse, welche 50% des Waffenschadens machen. Das ist doch mal was. Okay, wir sind 2-Hit beim nächsten Boss. Das macht mir Sorge. Jetzt sind wir nicht mehr 2-Hit. Wenigstens ein bisschen Branddamage. Wir müssen ja irgendwie unseren Damage erhöhen. Ich krieg ja nicht das, was ich will. Wenn ich nicht das krieg, was ich will, muss ich ja andersweitig zusehen, dass ich meinen Schaden erhöhen kann. Und Dots sind immer super. So einen schönen Damage over time. Oh mein Gott, geh weg. Na, was machen wir jetzt hier am besten, ist die andere Frage. Der Boss kommt jede Sekunde, ich würde gerne noch wenigstens ein Level abschaffen. Da ist das frische Magazin. Jetzt haben wir es erst. Zu spät leider, weil jetzt kriegen wir es nicht mehr so schnell hin bis zum Boss, oder? Nee. Weil unser Damage so lala sogar nur ist. Ja, aber 400 Damage, wenn wir voll aufladen, ist super eigentlich. So, Boss ist da.
Oh, ausgewichen, wunderbar. Zweimal 400 Damage, weil... Oh mein Gott, ja. Okay, okay. Ganz ruhig, wir nehmen den Feuerstarter. Hier oben so an der Kante ist blöd, hier haben wir nicht so viele Ausweichmöglichkeiten, vor allem weil die Linie uns Damage macht. Wunderbar, wir sind low life. Und dass ich jetzt nervös werde, macht es nicht besser. Oh Mann. So, wenn wir ein bisschen von dem Boss weglaufen, dann kann er seine Laserstrahlen nicht machen. Vielleicht finden wir ja ein Soulheart oder normales. Wir sind zu kurz immer in diesem Symbol nur drin, in diesem Angriff. Also nicht drin, sondern die Linien werden mir persönlich zu kurz angezeigt. Okay, kurz verschnaufen. Ganz kurz verschnaufen und wir nehmen die Sensemann-Kugel. Ich glaube, wir kriegen den Boss nicht down. Weder den Boss noch den Elite-Gegner, wenn das so weitergeht. Nehmen wir Glanz. Das ist dann halt so. Solange wir die Nacht schaffen, ist alles gut. Ich traue mich aber auch nicht so wirklich, die Armbrust zu spannen, weil so viele Gegner sehr nah an uns rankommen. Ja, ne, wir sollten ihn. Weil wir kriegen 2 Damage von den Gegnern. Todeskugeln ist dumm. Zerschmettern, aber gut. Oh ja. Wir kriegen jetzt ja 2 Damage von den Gegnern, deswegen sollten wir einfach nur noch überleben und nicht. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben ihn doch noch. Waffenschaden plus 50, Projektilgröße durchdringen. Wir verlieren ein Leben, okay. Verdammt, das machen wir. Immer noch nicht, was ich will. Dann 7 Glanz also. Ja. Boss und Elite-Gegner halten zu lange aus, aber ich glaube, down kriegen die uns nicht. Wunderbar. Wenn das schwarze Loch endet, verursacht es Höhe in Schaden in Höhe des Waffenschadens. Okay, das ist super strong. Dann machen wir einfach weiter und ja, als ob ich jetzt die Todeskugel nehme, das wäre doof. Okay, und jetzt haben wir auch genug Leben für den Rest, wollte ich gerade sagen, und den haben wir gerade 2 verloren, weil wir natürlich doppelten Damage kriegen von den Nahkämpfern. Ich weiß nicht, ob so ein Dot, so eine Kugel uns auch 2 Leben abzieht, aber die Nahkämpfer tun es. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. So eine gute Nahkampfverteidigung, also so eine gute Close-Bereich-Dings haben wir nicht. Wir haben weder Frenzy, wir haben noch keinen erhöhten Damage für unsere Sense. Wir haben nur die Sense.
Aber wir nehmen jetzt Frenzy, weil ich ein bisschen mutiger bin und hoffe, dass die Sensors carried. Wenn irgendwas wieder nah rankommt. Okay, das sieht gut aus, die letzte halbe Minute. Ja, sieht gut aus. Keine Ahnung. Dunkle Künste. Also wir müssen jetzt ja alles haben für dieses, für diesen Damage Boost, den ich wollte. Dieses einen Schuss nur und dafür extrem schnelles Nachladen. Aber leider haben wir den nicht bekommen und oh, wir haben es geschafft. Celestial? Und Armbrustmeisterung haben wir bekommen, aber Celestial. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet oder heißt. 4 Charaktere noch. Dann haben wir Phantom Metzeldorn durch und ja, alle Waffen haben wir durch. Dann bis zum nächsten Mal, euer Remske. Haut rein. Ich glaube, in der nächsten Aufnahmesession werde ich einfach alle 4 hintereinander abarbeiten. Dann haut rein.